Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr ganz einfach solo komplett unsichtbar werden könnt. Ihr bekommt auch ebenso keine Polizeisterne. Und ihr seid, glaube ich, auch vom Radar verschwunden. Und ja, das funktioniert meines Wissens nach auch nur auf den New-Gen-Konsolen. Dafür braucht ihr eine Basis. Und dann würde ich sagen, lass auch schon direkt losstarten. Wir begeben uns einmal zur Basis, gehen dorthin, wo sich der PC befindet, stellen uns davor, drücken an Steuerkreuz nach rechts, müssen dann einmal einen Attentäter schicken, Stufe 1, einfach irgendeinem Random-Spieler einen Attentäter schicken, bestätigen, als nächstes gehen wir auf Ziel beobachten. Und sobald wir jetzt das Ziel beobachten, gehen wir auf Options, dann gehen wir auf Online, einmal auf GTA Plus Mitgliedschaft. Dann können wir das auch wieder verlassen. Zurück, zurück. Auch hier gehen wir jetzt auch wieder auf Zurück. Als nächstes werden wir jetzt mit dem offenen Menü oben links wieder in der Basis spawnen. Alles ist ausgegraut, nur Ziel beobachten ist nicht ausgegraut. Da habt ihr auf jeden Fall alles richtig gemacht. Wir begeben uns jetzt einmal zum Ausgang. Stellen uns dann direkt davor, so dass wir mit dem Cursor auf Ziel beobachten sind. Drücken dann einmal auf X. Sobald wir das Ziel wieder beobachten, oben links steht verlassen, einfach auf X drücken, um zu verlassen. Dann werden wir jetzt so ein verglitschtes Hintergrund bekommen, ist auf jeden Fall perfekt. Sobald wir jetzt außerhalb der Basis spawnen, begehen wir einmal Selbstmord. Als nächstes gehen wir auf Options, dann gehen wir auf PlayStation Store oder halt Xbox. Wie es auf der Xbox heißt, weiß ich jetzt nicht. Einmal mit X bestätigen. Gehen wir aus dem Menü wieder raus. In dem Options-Menü bleiben wir jetzt drin. Und jetzt joinen wir einem Spieler nach, der sich im anderen Zielmodus befindet. Wenn ihr keinen habt, einfach den Anavac-Bot benutzen. Wie gesagt, auf der PlayStation 5 heißt der Anavac 1P5. Und jetzt die erste Meldung, die jetzt kommt, dann einfach mit Kreis verlassen. Dann können wir das Options-Menü auch wieder verlassen. Als nächstes drücken wir Steuerkreuz nach unten. Einen Story-Mode-Charakter wählen, auch mit Kreis verlassen. Werden wir kurz einen Blackscreen bekommen. Werden dann irgendwo in der Stadt wieder spawnen. Wir öffnen jetzt das Handy. Gehen auf schneller Beitritt, irgendeinen Job beitreten. Alleine bist du sicher, ja. Dann werden wir die Meldung bekommen, der Job ist nicht verfügbar. Und schon sind wir jetzt komplett unsichtbar. Und werden auch keine Cops bekommen. Und das könnt ihr so lange machen, bis ihr sterben tut. Wenn ihr dann jetzt sterben solltet, dann müsst ihr den Glitch dann einfach nochmal neu machen. Dafür müsst ihr aber dann wieder in den Story-Modus gehen, in den Online-Modus gehen und dann könnt ihr das wiederholen. Und ja, Leute, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Schaut euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.